Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pflanzen gegen Zombies endlos überleben. Was haben wir denn dort im Garten? Nichts. Und davon viel. Gut. Wir können dort diese eine Pflanze gießen und die anderen sehen uns freundlich an. Wir werden einfach mal alles gießen, was geht. Bei den paar Pflanzen, die wir nur gießen können, können wir auch gepflegt selber gießen. Hier haben wir noch was, was wir gießen können, was groß werden will. Ja, der Baum ist schon 50 Fuß hoch. Den werde ich immer mal, weiß nicht, ob ich ihn offscreen füttern werde, damit er schön groß wird. Damit das für euch nicht zu langweilig wird und dann für euch immer mal. Oder ich sammle einfach Münzen offscreen und werde euch dann immer das Füttern aktiv zeigen. Sonst habe ich den Nachteil, dass wenn dann was passiert, ich euch erzählen muss, was das für ein toller Tipp war und was daran interessant sein soll, weiß ich auch nicht. Es ist doch viel schöner, ihm beim Wachsen zuzusehen. Auch wenn er optisch sich nicht mehr verändert, außer dass diese Zahl, die da steht, 50 Fuß momentan, immer mehr wird. Auf, komm schon. Da muss doch noch was gedüngt werden. Das weiß ich doch genau. Und das wächst auch noch aus. So, du willst gegossen werden, du willst gedüngt werden. So, hier muss noch was gegossen werden. Warum bist du keine Wasserpflanze geworden, Mann? Ich habe dich am Pool bekommen. So. Uns fehlen immer noch zwei Pflanzen, nämlich eine blaue und eine rote, die jeweils nach rechts schielen. Mal sehen, wann wir diese erhalten werden. Wäre ja schön, wenn wir das in naher Zukunft bekommen würden. Ach ja, die Pflanzen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, sind, also die gewünscht worden sind, sind die MG-Erbsen, die Wintermelonen und die Katzenschwänzchen. Ja, damit die Wintermelonen und die MG-Erbsen einsatzfähig sein können, muss ich natürlich auch das Melona-Pult und die Dublinatoren holen. Deswegen stimmt dann meine Rechnung auch wieder mit. So, Moment. Ja, ja, das auch nochmal. Und ich darf nicht vergessen. Die Hake habe ich noch. Okay. So, ja. 10 Flaggen. Ich fange doch neu an, oder? Ja. Sehr gut. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann wolltet ihr die Wintermelone haben. Dafür müssen wir aber die Melone auch mitnehmen. Katzenschwänzchen können wir so mitnehmen. Was war das andere? Die MG-Erbse. Dafür brauchen wir den Dublinator. Und außerdem, weil es sich so als effektiv erwiesen hat, nehmen wir hier noch die Hochwallnuss mit. Und das Stachelkraut ist auch nicht von schlechten Eltern in diesem Spiel. Außerdem wollten wir nochmal Tricked Out eingeben. Seht mal, was aus unseren Rasenmähern geworden ist. Also das ist das, was wir in der letzten Folge vom Baum gesagt bekommen haben. Gib mal Trick Out ein während des Spiels. Wird bestimmt lustig. Kannst ja mal lachen, wenn du Zeit hast. Sieht super lustig aus. Jetzt haben wir Rasenmäher, die kein bisschen mehr Schaden machen, aber einfach nur knuffig aussehen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob knuffig der richtige Begriff in diesem Fall hier ist. Ich würde langsam mal reden. Dann kann ich auch mehr sagen. Ohne dass meine Zunge sich verknotet. Ja. Jetzt sehe ich gerade, welchen Fehler ich gemacht habe. Ich habe vergessen, natürlich was zu kaufen. Was weniger als 200 Münzen ist. Wert ist. Brav. Ach komm. Das passt schon. Wir sind jetzt mal mutig. Ich versuch's trotzdem mal. Mir denken können, dass das so nicht klappt. Da hätte ich aber aufpassen müssen vorher. Habe ich aber nicht. Also ist es meine Schuld. Natürlich ist es meine Schuld. Wessen Schuld sollte es auch sonst sein? Ist ja kein anderer hier. Wenn wir Glück haben, klappt das auch so. Könnte gerade so hinhauen. Wenn jetzt unten der nächste Zombie da kommt, wo wir schon eine Pflanze haben, dann könnte das sogar wirklich klappen. Nein, natürlich. Doch, er kommt. Aber oben kommt auch noch einer. Kommt schon noch zwei Sonnen.
dann kann ich mir die nächste Duplinator kaufen. Oh, sehr gut, sehr gut. Das scheint ja bis jetzt ganz gut zu laufen. Haben wir Glück? Oder ich hab Glück. Euch ist es ja egal, ihr seht gerne, wie ich schwitze und leide. Tut doch nicht so. Euer falsches Mitleid. Nein. Bitte nicht. Es kommen gleich an zwei Stellen Gegner, die ich nicht gebrauchen kann. Vor allem kann ich dieses Stachelkraut im Wasser nicht einmal setzen. Jetzt wird's eng. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß, ich mache das und setze noch eins dahinter. Wird schon schief gehen. Ich habe auch noch viel zu wenig Sonnen. Mache ich hier nur. Muss ja in die Hose gehen. Vielleicht sollte ich den einen einfach durchkommen lassen, aber gleich kommt die erste Welle. Aber ich will nicht neu anfangen. Nur weil ich so unaufmerksam war. Dass ich meine Probleme von allein löse. Nein, ich hoffe natürlich, dass ich schnell genug eine Duplinator dahin bauen kann, bevor der da irgendwie größeren Schaden anrichtet. Das muss ich gerade mal machen, weil der schafft es eh wahrscheinlich dadurch. Was ich ja natürlich nicht will, aber hey. Ach, jetzt stirbt doch. Wie viele soll ich denn da noch hinbauen? Reine Schikane. Wieso hasst dieses Spiel mich auf einmal so? Könnte mir doch ein wenig unterstützend unter die Arme greifen. Aber nein, es lacht mich aus und verpönt mich. Ach, na endlich. Und da kommt auch noch ein Eimer. Oh Gott, Gott, Gott. Scheiße. Da ist man einmal unaufmerksam. Aber für euch werde ich es schaffen. Ich werde kämpfen. Ich lasse diese Zombies nicht gewinnen. Stirbt. Sterbt. Wie auch immer. Bleibt nicht am Leben. Also noch weniger, als ihr eh schon nicht am Leben seid. Natürlich. Aber wie es scheint, kann ich einigermaßen halbwegs durchgekommen zu sein. Das sollte ich aber nicht häufiger machen. Könnte scheinen etwas riskant zu sein. Etwas ultra-saumäßig stark riskant. Puh. So, also wir hätten damit in jeder Reihe ein Duplinator gesetzt. Im Wasser sollte ich vielleicht meine Abwehr noch etwas verstärken. Ein wenig mehr stark, doll. Weiter hinten hingesetzt, als ich es eigentlich setzen wollte, aber okay, das ließ sich jetzt eben nicht vermeiden. Soll ich jetzt schon die Doppelsonne umsetzen oder soll ich erst lieber einen Duplinator setzen? Oh ja, ich habe eine sehr gute Idee. Ich setze das erste Katzenschwänzchen, das hilft mir in jeder Notsituation, weil es überall hinschießt. Das ist eine verdammt schlaue Idee. Eine generell gute Idee. So. Sobald es sich ergibt, sollte ich eine MG-Erbse bauen. Oder ich baue noch ein Katzenpflänzchen. Das entlastet mich natürlich auch stark. Jetzt müsste gleich die nächste Welle kommen. Ich bin nervlich schon ganz aufgelöst über diesen schlechten Start. So.
wir bauen da noch so ein Ding hin. In der Hoffnung, dass wir es eh nicht brauchen werden, aber ich kenne unser Clip, ja, wir werden es auf jeden Fall brauchen müssen. So, jetzt haben wir... ich verzweifle hier noch. Das sollte aufs Wasser. Was ist denn heute los mit mir? Gut, dasselbe wie immer. Es geht alles in die Hose. Ich kann jetzt nicht rücksprechen, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, wie ich jetzt... gekommen bin. Habe ich schon gesagt. Schande. Ich schaffe das eine Kassenschwitze niemals alleine. Natürlich hoffe ich natürlich was anderes, aber ich könnte es mir schwer vorstellen, dass es das alleine schafft gegen die Menge von Zombies. Komm schon, komm schon. Zwei Sonnen. Zwei Sonnen noch. Ach, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und alles, weil ich nur die eine Hochwalnuss falsch gesetzt habe. Und natürlich ganz am Anfang vergessen habe, ganz normale Herzenspflanzen mitzunehmen. Ja, natürlich die schon. Schon da. Also erstmal eure Lieblingspflanzen dabei haben. Wird schon schief gehen. Viel schlechter als jetzt kann es eh nicht werden. Ich werde also versuchen, meine Verteidigung jetzt wieder aufzubauen. Was heißt wieder aufzubauen? Sie endlich mal aufzubauen. Das war ja Mumpitz, was ich bisher gebaut hatte. Tut mir schrecklich leid, dass ich euch da mit hineingezogen habe in dieses widerwärtige Chaos, dass ich meinen Garten hinterm Haus habe. Ich wollte gerade Vorgarten sagen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass mein Vorgarten ja kein Pool hat. Obwohl, wer weiß, vielleicht bin ich einfach nur so protzig, dass sogar mein Vorgarten einen Pool hat. Damit jeder sehen kann, was ich für einen protzigen Vorgarten habe. Oder so ähnlich. Könnte eigentlich, ja, mache ich auch. Setze da mal eine Erze hin. Muss da noch Melonen bauen. Hatte ich euch ja zugesagt. Geht noch auf. Kommt eine Sonne. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Der kriegt ordentlich was auf die Mütze. So ist das richtig. Mist, der oben drüber aber nicht. Das missfällt mir irgendwie. Hilfe, 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 Hilfe. Stirb endlich. Boah, schockschwere Not. Mit dem ist echt nicht zu spaßen. Und jetzt sehe ich gerade, dass unten auch so zwei Knöchel in einer derselben Seite stehen. Ach Kinder, lasst doch meine Ruhe. Ich habe euch nichts getan, ich werde euch auch nichts tun. Ja doch, vielleicht. Aber warum müsst ihr mir was tun? Ich dachte, Sportler sind immer so nette, freundliche Leute und würden nie, selbst wenn sie bei Paralympics mitmachen, ihre Frauen umbringen oder so. Oder Freundin. Ach, man hört nur noch Mist heutzutage. Nur noch. Erste Welle in dieser Runde. Erste von zwei, die ich überstehen muss. Auch in dieser Arsch von Leiter. Okay.
Medaille haben jetzt noch so ein Football-Turnier. War ja klar. Ich hätte lieber mein Geld sparen sollen und mir eine Gehärzte dahin setzen sollen. Das hätte vielleicht mehr Sinn gehabt. Also eure Pflanzenwahl war gut. Meine Art, sie zu setzen, war scheiße. Ich hoffe, dass mich das jetzt nicht umbringen wird. Obwohl es sehr den Anschein hat. Na, die Erbsen sind an sich nicht schlecht. Wenn man es geschafft hat, in den ersten zwei Wellen ordentlich eine Verteidigung zu bauen. Was ich nicht habe. Und das ist es. Also Grundverteidigung. Das heißt, die ersten zwei Reihen Sonnenblumen, die ersten zwei Reihen, die nächsten zwei Reihen dann irgendwelche Erbsenpflanzen. Wenn man das nicht geschafft hat, hat man schon so gut wie verloren. Wie ihr vielleicht gerade merkt. Ich muss jetzt so rudimentäre Sachen hier schon nachbauen. Dass ich schon daran allein scheitere. So, nicht mal die dritte Welle. Nein, vierte Welle. Sehen, ob ich diesen Versuch mehrfristig überstehen würde. Wäre natürlich irgendwo schön, aber ich glaube irgendwie nicht wirklich. Besonders wenn zwei Leiter-Zombies hintereinander kommen. Ey. Ja, ultra witzlos. Ich habe viel, viel Glück gehabt. Sonst hätte ich es nicht so weit geschafft. Aber für mich zählt das ja nicht als geschafft. Ich bin zwar jetzt weitergekommen, aber geschafft habe ich es definitiv nicht. Oh je. Ja, wie dieses Chaos weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Och nein, och nein. Jetzt muss ich auch noch Schirmblätter mitnehmen. Und es wird immer schlimmer. Wir haben nicht eine Melone bis jetzt gebaut. Ganz zu schweigen von der Wintermelone. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei der Chaos Pool Party. Bis dahin, tschüss.